Hallo und herzlich willkommen zu Holger Kocht und Grillt. Heute sind wir mal in der Abteilung Küchenbasics. Und zwar mache ich heute eine Bechamelsoße. Ich möchte nämlich nachher Senfeier machen. Dafür brauchen wir so eine. Die Senfeier, die verlinke ich euch mal hier oben. Und Bechamelsoße ist ja fast so wie eine Mehlschwitze. Die habe ich auch schon mal gemacht. Ich verlinke die auch mal hier oben. Nur der Unterschied bei einer Mehlschwitze und Bechamelsoße ist, bei der Bechamel nimmst du Milch und Sahne und bei der Mehlschwitze nimmst du halt die Brühe, wo das Gemüse drin gekocht hast. Und für die Bechamel brauchen wir zuerst mal ein schönes Reisdorf heute wieder, ne? Prost zusammen. Ist auch ganz einfach. Also ich will nachher 1 Liter Soße haben. Deswegen nehme ich 60 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl. Normal sagt man 50 Gramm Butter und 60 Gramm Mehl oder andersrum. 50 Gramm Mehl, 60 Gramm Butter. Ich weiß das nie. Ich vergesse das immer. Das nehme ich 60-60. Ich kann es nicht verkehrt machen. Dann nehme ich 1,5 Liter Milch und 1,5 Liter Creme Fin. Ihr könnt auch Sahne nehmen. Ihr könnt auch einen ganzen Liter Sahne nehmen. Das ist vollkommen egal. Ich mache es halb-halb. Zum Würzen nehme ich heute nur mein Pfeffer-Salz-Gemisch. Je nachdem, was ihr mit der Bechamel macht. Bei einer Lasagne oder so kannst du noch schön was Muskat reintun. Bei den Senfeier lasse ich Muskat einfach mal weg. Ja, und im Prinzip schnibbeln brauchen wir heute nichts. Ne? Das Mehl ist ja schon gemahlen. Brauche ich nicht selber mahlen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber am Pott, ne? Kommt mit. So, der Hockerkocher ist schon an. Als erstes natürlich die Butter da schmelzen drin. Jetzt fängt die langsam an, Blasen zu werfen. Das ist aber jetzt nicht, dass die brodelt, weil es zu heiß ist. In der Butter ist ja Wasser drin. Und das Wasser soll raus. Deswegen lasse ich jetzt so ein bisschen kochen, die Butter. Aber nicht braun werden lassen. Ne? Also es soll keine braune Butter werden. Im Prinzip soll da nur das Wasser aus der Butter raus. So, jetzt kommen hier am Rand, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da unten, so ganz leicht braune Flecken. Das ist der richtige Zeitpunkt, um das ganze Mehl da reinzugeben. Also direkt alle 60 Gramm in die Butter rein. Und dann gibt es erstmal eine schöne Pampe. So sollte aber auch sein, ne? Jetzt müsst ihr natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass euch das Mehl nicht anbrennt. Es soll ja eine helle Soße geben und keine dunkle Soße. Man kann natürlich das Mehl jetzt auch anrösten, dass es etwas dunkler wird, aber dann ist das eher für eine dunklere Soße. Jetzt bei den Senfeier ist es nicht ganz so dramatisch, weil der Senf verfärbt ja sowieso ein bisschen gelblich. Aber wenn du jetzt eine Bechamel für eine Lasagne machst oder irgendwas, wo die schön weiß sein soll, dann das Mehl nicht so lang anrösten lassen. So, und dann kann man direkt, ich fange an mit der Creme Fin hier, immer so ein Schluck dabei. Nicht alles. Und wichtig ist, immer rühren, rühren, rühren. Am Anfang braucht man noch keinen Schneebesen, macht das alles hier mit einem Löffel, ne? So, jetzt merke ich, mein Hockerkocher wird sogar schon zu heiß. Also ich muss mir da ein bisschen rüberziehen hier. Ich hätte besser mein Seitenkochfeld genommen. Das ist nicht ganz so heiß. Aber geht auch so. Aber ich könnte ja meinen Trick wieder machen. Und zwar nehme ich mir meinen Pfannenknecht, lege den hier oben drauf und dann kommt da der Topf drauf. Dann ist der nicht mehr ganz so nah an der Flamme dran. Da stelle ich auch mal gerade wieder die Kamera ein. So, siehst du, wunderbar. Und dann kommt direkt die nächste Sahne dabei. So, und jetzt dürft ihr im Prinzip nicht aufhören zu rühren. Da sind ja jetzt die Knubbeln drin, aber ist nicht schlimm, die gehen gleich weg. Und zwar, wenn er die wieder einkocht und wieder dickflüssig wird, dann rührt man die einfach so weg. Sagen wir mal so. So, jetzt wird man schon, seht ihr schon, wie schön dick das wieder wird. Wenn ich einmal so mit dem Löffel durchgehe, läuft das kaum noch zusammen. Aber trotzdem, weiter rühren, noch keine Flüssigkeit dabei kippen. Weil sonst kriegst du nämlich die Knüppelchen nicht weg. Ja, und ich habe immer noch keinen Schneebesen gebraucht. Alles noch mit dem Holzkochlöffel gemacht hier. Aber wie ihr seht, langsam sind die Knüppelchen weg. Das Ganze hat jetzt 3 Minuten gedauert oder 4. Aber ich rühre noch ein bisschen weiter ohne zusätzliche Milch. Soll mir halt nur nicht braun werden. Deswegen rühre ich immer weiter. So, wenn man jetzt keine Knüppelchen mehr sieht, dann kommt natürlich die Milch dabei. Da gebe ich nicht alles dabei, nicht den ganzen halben Liter. Erstmal nur die Hälfte. So, und jetzt wechsle ich auch auf den Schneebesen. Und da fängt ihr an, das Spiel von vorne an. Rühren, rühren, rühren. So, jetzt seht ihr schon, wie cremig das ist und keine Knüppels mehr, ne? Aber ist natürlich viel zu dickflüssig. Deswegen kommt jetzt der Rest
von der Milch dabei. Also nochmal ein halber Liter. Nochmal ein halber Liter. Nochmal 250 ml. So, da haben wir jetzt 500 ml Creme Fin und 500 ml Milch haben. So, dann haben wir hier 1 Liter Soße. So, wenn die Knüppelchen alle weg sind, bevor es mal richtig aufkocht, kommt direkt was Pfeffer und Salz dabei. Das müsst ihr jetzt nach eurem Geschmack machen. Bei mir kommt ja noch der Senf rein, deswegen mache ich nicht so viel rein. Mal schauen, ne? Also der Senf kommt ja nur rein, weil ich die Senfeier mache. Bei der normalen Bechamel kommt ja kein Senf rein, ne? Aber hier seht ihr schon mal, wie schön cremig die ist, ne? Wunderbar. Und was natürlich bei so einer Bechamel oder Mehlschwitze, oder egal, überall wo Mehl dran ist, sehr wichtig ist, ihr müsst das mindestens, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten oder 7 bis 10 Minuten köcheln lassen, damit das Mehl gar wird und der ganze Mehlgeschmack daraus ist. Also meine Bechamel ist jetzt von der Konsistenz her gut, aber ich lasse die jetzt ruhig da so 7 bis 10 Minuten kochen. Und dann gleich zum Probieren seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. Ja, jetzt seht ihr schön, wie die Bechamel jetzt am Kochen ist. Das Mehl wird jetzt gar, der Mehlgeschmack geht weg. Und es gibt nachher eine wunderbare Soße. So, die Mehlschwitze, beziehungsweise Bechamel, nein, heute ist ja der Bechamel, ist fertig. Und eine Soße probiert man am Teller. Sieht man erstmal, wie die Konsistenz ist. Und die ist ja schön dick. Also, wenn ihr sie ein bisschen dünnflüssiger haben wollt, macht ein bisschen mehr Milch rein. Man sieht auch keine Knöbelchen mehr. Da sind jetzt Luftblasen hier, die da drin sind. Die kann ich so wegklicken. Wegklicken, ja, nee, ist gleich klicken mit dem Löffel. Ja, und jetzt wollen wir die natürlich mal probieren. Ja, wie gesagt, sieht gut aus. Ich probiere sie mal, ne? Also richtig lecker. Wie gesagt, könnt jetzt noch Muskat rein, je nachdem, was ihr macht. Oder sie könnte auch noch ein bisschen dünnflüssiger sein. Ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Milch dabei. Aber, wie gesagt, Küchenbasic, Mehlschwitze habe ich schon. Küchenbasic, Bechamel haben wir heute gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, schwenkt den Hut. Bis zum nächsten Mal. Prost zusammen. La 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 la.